Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Touringcarde. Wir werden jetzt nochmal versuchen, den Kurs einzufahren mit Abkippen der Gülle zur BGH. Dazu fahren wir erstmal hin zu, ja, zu unserem Bunker für Gülle. Ne? Unseren, naja, ja, wir sind auch gleich. Ja, Klärgrube, ne, Klärgrube nicht, aber hier Gülle-Lager, sagen wir so. Jo, da fahren wir jetzt mal hin und dann starten wir den Kurs mal von vorne. Beziehungsweise werden wir mal neu laden. Beziehungsweise einfahren. Muss ja irgendwie muss er funktionieren. Beladen hat er ja jedenfalls, das ist ja nicht das Problem. Aber abladen, wahrscheinlich hat er den Punkt nicht erkannt. Ne? Die sind zu dicht dran. Ne? Bisschen weiter weg. Ein bisschen. Nur knapp einen halben Meter. So, hier werden wir hier beginnen. Und dann nachher, dann diesen Modus hier, versuche ich mal nachher. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So. Nicht so schnell fahren, weil das jetzt Crossplay und die LKW sind ja ein bisschen so, ne? Also, naja. Das lässt zu wünschen übrig, ne? Die Reaktion, wenn man das, plötzlich extrem Schlag nach links und rechts ausschlagen und irgendwas verkeilt hat. Aber wir müssen mal sehen, wie wir hinkommen. Ja, das ist die dritte Folge heute. Ich wünsche euch allen schönen Freitag. Hoffe, ihr habt die Woche gut bestanden. Ja, ich schon heute, habe mich heute auch Freitag. Aber wenn ihr die Aufnahme seht, bin ich wieder neu dabei. Aber da habe ich Spätschicht, da ist ein bisschen anders. Also muss ich schauen, was ich da schaffe. So. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir den Trigger finden. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr. Pff, ja. Wäre andersrum vielleicht besser gewesen, ne? Von oben kommen. Finde ich nicht. Muss ich mal gucken. Ist auch nicht drin, ne? Ja, gut. Probier mal, vielleicht klappt es jetzt auch. Ja, wenn nichts drin ist, kann er nicht abkippen, ne? Rückwärts fahren, na gut, hätten wir Abkippen-Modus machen sollen. Ja, könnte sein, könnte sein, könnte sein. Aber ich sag mal, Übung macht der Meister und das ist so auch mit Testen, ne? Irgendwann klappt das schon. Bis der nächste Schludiran-Fehler sich hier einschleicht, ne? Geht ja so schnell. Ein paar graue Haare mehr. Seid mal so ganz vorsichtig. So, da sind wir wieder. Wir laden mal manuell auf. Das hat ja vorne geklappt. Und dann sind wir auch alle, ne? So, mal ganz kurz den Kurs auch mal beenden. Und dann schauen wir gleich, ob das funktioniert. So, dann laden wir nicht alles auf. Nur ein Teil. Zum Testen reicht das. Und dann ist er eh leer. Wenn wir dann nachher mehr haben, also morgen, spätestens immer nachts, wenn wir vorspulen, in Anführungszeichen, dann haben wir ein bisschen mehr Gülle. Kühe sind ja fleißig dabei. Wasser haben sie, Futter haben sie, was wollen sie mehr? Sauberkeit könnte man testen. Kann ich meinen Kehrbesen jetzt nehmen. Also morgen geht's jeden Tag nach wieder ein bisschen Silage fahren. Bisschen. Und
Erst pflügen und dann die Aussaat beginnen schon. Ja, wenn es weitergeht, muss er hin und nachtanken, ne? Aber gut, hoffen wir, das reicht. Juckt die Nase. So, bin ja gespannt, was hier so wird hier mit dem Burschen hier. Ob der mit klarkommt. Ansonsten nur warten, bis wieder. Oh, guck hier, man kann schon sehen, wie voll er ist, ne? Wie praktisch. So. Wird beladen, das ist ja nicht richtig, ne? Das kann nicht funktionieren. Beladen geht hier nicht. Jo, jo, jo. Farmsilobefüllung Silber. Gülle. Gärreste Gülle. Ja, das ist richtig. Entlassen. Das ist hier. Silobefüllung dicht. Ja, okay. Zurzeit bin ich ein bisschen überfragt. Neuer Versuch, neues Glück. Machen wir noch einen, ne? Ja, und die anderen sind wir einen zweiten Anhänger kaufen, dann müssen wir zwei Dinger fahren. Denn wieso wird er da beladen? Ne? Das ist eine gute Frage. Oder geht es hier nur, wenn Trigger hier abfüllen? Oh, nee, das wär schlecht. So. Start, machen wir voll. Hier werden wir hier den Modus nehmen. Beginnen mal die Schose jetzt, ne? Muss ja mal funktionieren, geht doch nicht. Das Ding richtig voll ist, dann muss das auch laufen. Jetzt haben wir fast 400.000 Liter reingefahren. Wenn das nicht viel Geld bringt, du. Habe ich Gülle ab. Wir werden mal jetzt von oben ran fahren, das wird vielleicht besser sein. Lassen wir überraschen, ne? Ob der Ton passt und das nicht so laut ist. Redet auch von LKW. Musik kann ich jetzt nicht beurteilen. Hört nämlich nicht. Wo fallen wir jetzt noch um? Dann wird super GAU. So. Wir müssen irgendwie an den Punkt kommen, wo Trigger ist. Also. So. Und hier wollte ich abkippen. Müsste eigentlich funktionieren. Müsste. Müsste. Ein Symbol fürs Abkippen sehe ich jetzt auch nicht, weil wir gerade einen Kurs erfahren. Also ist schon schwarz, hat nicht funktioniert. Mal sehen. Mal sehen. So, an Tankstelle vorbei. Das war nicht so gut. Gut, Pause. Wir können mal was anderes testen. Wir haben jetzt Pause gemacht. Das heißt, wir können ja notfalls den Kurs bis dahin zur PGA zu löschen. Ob wir jetzt ein Symbol sehen für abkippen. Das wäre ganz interessant. Dann könnte man da entsprechend andersweitig reagieren, ne? Ah, da war der Kurs. Ah, da. Das heißt, wir müssen hier rankommen. Das heißt.
Gut Deutsch, wir müssen hierher den Kurs löschen. Beziehungsweise wir müssen das so weit zurückgehen, dass es nicht mehr funktioniert, ne? Sonst haben wir wieder ein Problem, weil man irgendwo gegenfährt, ne? So. Wir müssen irgendwie auf alten Kurs zurückkommen. Irgendwie. Oder wir fahren mal halt noch von vorne. Und dann fahren wir zurück. Ja, unsere Bullen hier mit Euter sind fleißig am Wachsen und Futtern, wie man sieht, ne? Ja. Hoffen mal schönes Geld bringen jetzt im Frühjahr. Mit der Winter verkaufen. Außer nicht so viel Schnee. Das ist ja meistens der Fall, ne? So, den Kurs werden wir jetzt mal die Punkte löschen. Und dann werden wir rückwärts fahren. Und dann mal sehen, dass es klappt. So, da ist der. So. Jetzt gehen wir mal zurück. Fahren wir ein Stückchen vorwärts. Mit leicht nach links. Achso, indem wir Pause beenden müssen, ne? So, rückwärts fahren. Rückwärtsfahren beenden. Abkippen. Und weiterfahren. Ja, irgendwas muss hier dann liegen, ne? Auf mal Beste. Machen wir nicht mit Tacken hier. Ja, nicht uns festfahren, ne? Mal können wir im bei Gelegenheit voll tanken. So weit ist ja nicht zu fahren. Bis um die Ecke. Wenn es in Schläuche verlegen gehen würde, würde ich es tun. Aber wie gesagt, das Problem ist am Ende auch bei Gülle. Naja, wann ist das Ding dicht? Ne? Das ist das ganze Problem. Denn die Gülle ist ja, enthält ja alles. Ne? Und wenn das über eine längere Zeit liegt, ist es schlecht. So, angekommen hier. Kurs beenden. Abfahrer einstellen. Beim ersten Mal belädt er sowieso nicht. Anführungszeichen. Hat er vorhin auch nicht gemacht. Beim ersten Mal, da hat er erst beladen, wo wir zweite Runde gefahren sind. Aber das Verrückte ist, dass leider die Gülle was alle ist, ne? So, Tasse Nummer 1. Ich mache mal 2, dann brauchen wir nicht nochmal laufen, ne? Das hält ja alles auf. Ja, Kamera passt dazu. Haben sie mir noch groß genug? Schauen wir mal Beste, ne? Oder denn die Umfelder wundern mich bei, ne? Sonst ist am meisten schon Carambolage, sagen wir mal so. Wenn die BGA, dass der Einfluss ein bisschen weiter nach links gewesen wäre oder nach rechts, nach vorne, wäre besser gewesen. Da hätten wir geradeaus vorbeifahren können. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Muss ja halt so nehmen, wie es ist. So. Wieder beladen.
Gut, klappt immer nicht. Was immer einen neuen Kurs oder eine neue Version runterladen, ne? Versuchen. Ja, gut, was soll's. Entlassen. Junge, bist entlassen. Kriegst du nicht hin in die Reihe. Kann nicht so schwer sein, abzukippen. Beinahe was gesagt. Ja, machen wir manuell. Gilt das eh alle, denke ich mal. Können wir mal stehen lassen. Dann gehen wir jetzt auf ja, unseren Flug bei und dann geht das dann weiter. Also den Rest machen wir noch fertig, manuell. Und dann sehen wir den mit der Aussaat. Da steht auch schon bereit, glaube ich schon. Und dann können wir hier Weizen auch sehen. Aber mit Gäres zu düngen, das ist auch eine Variante, ne? Aber Dünger und Herstellen wäre ein bisschen bequemer, sag mal so, ne? Macht es leichter. Als wenn ich hier. Aber gut, das sind ja 800.000 Gäreste Liter, also da ist schon was da, ne? Kann man gut gebrauchen. Brauche keinen Dünger einkaufen, ne? Aber wenn man so ein Frühjahr zum Beispiel, ne? Wird es funktionieren, ne? Frühjahr? Ja. Denk schon. Dann haben wir die Gülle umgewandelt in Gärreste. Ja, gut. Die Nährstoffe sind ja alle im Prinzip bleiben erhalten, ne? Ups. So, Lüschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, heute kommt noch eine zweite Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Dann sage ich mal Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.